ist Mr. Homeoffice Thomas Dehler, der heute Nachmittag bei der Thesentheke Homeoffice verteidigt. Denn Thomas, die dezentrale Arbeit ist kräftig in die Defensive gekommen. Würde man vermuten. Medial gibt es halt einige Hingucker, dass Firmen wieder Rückholungen beschließen. Aber ich würde es anders formulieren, das ortsflexible Arbeiten ist gerade erst im Durchbrechen. Aber es gibt natürlich so Beispiele wie Deutsche Bank und viele andere Firmen, die natürlich auch teilweise richtig rabiat vorgehen, ja. Mit natürlich auch unheimlich vielen Leuten dann vor den Kopf stoßen. Oder viele, die jetzt, sag mal, seit Jahren es auch gewöhnt sind, dezentral zu arbeiten, dann wieder in die Zentrale zurückbeordern. Das bringt eine Menge Ärger. Habe ich auch erlebt. Es gab während Covid Firmen, die haben Kennzahlen erreicht, die sie nie hatten. Und dann kam die Weisung von oben, keiner konnte es nachvollziehen, zurück ins Homeoffice. Also ich würde bei dieser Wahrnehmung im Markt davon ausgehen, entweder wollen sich Firmen der Personalstammmannschaft entledigen. Also was steckt dahinter? Definitiv ein Thema, vielleicht kündigen dann Beschäftigte, weil man das irgendwann als Ziel hat. Und das andere Thema ist, ich würde mich wundern, wenn ich über Fachkräftemangel sprechen musste und dann um den Standort herum immer weiterhin suche und das wirkliche dezentrale Arbeiten nicht in der Onboarding wie betrieblichen Kultur verankere. Also das sind für mich so Sachen, die kriege ich nicht zusammen. Dann kommen ja mehrere Faktoren hinzu. Wir haben den demografischen Wandel, die ganzen Boomer gehen in Rente. Das Thema qualifizierte Einwanderung kriegt noch nicht so richtig den Schwung, weil viele aus anderen Ländern gar nicht hierher wollen. Wir denken immer, ha, alle wollen nach Deutschland, so sieht es auch nicht aus. Und wir haben immer noch auf dem Beschäftigtenmarkt doch eine geringe Arbeitslosenquote bei den Facharbeitern. Wird gerungen und du sagst, der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Ja, weil während Covid hat eine Bitkom-Studie ja gesagt, 4 bis 6 von 10 können remote arbeiten. Dann hatten wir ja fast Vollbeschäftigung geschafft. Vor Covid war meine Erfahrung, war Remote Work ein sehr elitäres Unterfangen für Führungskräfte, die einfach ferngeblieben sind, während die Produktivkräfte einfach ins Büro mussten. Unternehmensberater. Genau. Und dann war ja das Thema, dass dann, und dann hat man eben eigentlich eine Schablone für die Zukunft des Arbeitens bekommen während Covid, denn es gab Menschen, die im Homeoffice bleiben mussten und dafür eigentlich gar nicht geeignet sind oder das auch nicht wollten, weil man einfach über Resilienz und Leistungserhalt in der Distanz die Verordnung der Covid-Betriebsstätten halt realisiert hat. Und jetzt schaut man halt auf das Thema, dass Betriebe einfach eine Entscheidung treffen, häufig die Beschäftigten nicht mitnehmen bei der Entscheidungsfindung und einfach sagen, kommt wieder auf die Stätte, wir machen 2 Tage maximal und zwar nur, wenn folgende Situation eintritt. Und das ist in der Zeit heute, wo einfach Fachkräfte benötigt werden, deutlicher kann man nicht sagen, dass ein Betrieb die Wünsche der Belegschaft nicht in den Mittelpunkt stellt. Das ist meine Wahrnehmung. Und wo einige das jetzt einmal als Weltsensation feiern, Holokratie, ja, dass man halt Abteilungen auflöst, dass man mehr nach Kompetenz geht, das ist für euch ein alter Hut, denn ihr könnt gar nicht anders arbeiten. Die Fähigkeiten sind entscheidend und nicht das Büro, wo einer sitzt. Mhm. Auch der Beschäftigte hat ganz klar gesagt, ich muss frühmorgens nicht lange überlegen, was ich anziehe, sondern der Output zählt. Ja. Und so ist es auch bei der Leadership-Ebene, zählt der Output, fühlen sich die Mitarbeiter gerade in der Distanz wahrgenommen. Eine der Ängste, nicht mehr mitzubekommen, was ich eigentlich für den Betrieb leiste, wird ja dadurch weggenommen, wenn dieses Thema #Dasein gelebt wird. Auch ein Beschäftigter in der Distanz weiß, wo ist meine Department-Struktur, das heißt auf Dashboards zu sehen, wo sind meine Kollegen, wer ist da, wer ist nicht da. Also was im Analogen passiert, dass ich die Leute in der Teeküche sehe, dafür braucht es in der modernen Zeit des Arbeitens den digitalen Zwilling. Solange ich das nicht habe, kommt sehr leicht die Verlockung zurück ins Büro. Dann gab es jetzt vor kurzem eine Studie, die besagt, naja, also Homeoffice, da ist man weniger innovativ, weil halt der Smalltalk fehlt oder, weiß ich nicht, der Ideentratsch in der Kaffeeküche. Aber auch das ist ja ein strukturelles Problem eher der Präsenz. Also mangelnde Produktivität im Homeoffice kann ich definitiv nicht erkennen, sondern
Die größten Produktivitätskiller sind ineffektive Meetings, die in einem Kalender einfach als Serie stehen und die vielleicht gar keine Notwendigkeit haben. Das zweite Thema ist, gerade weil man in Distanz arbeitet, muss man innovieren. Beispiel, wir sind 2000 zum ersten Mal fully remote gegangen, dann eine Schulung zu machen, die auf Präsenzräume optimiert ist, in Distanz, war der erste Innovationsschub. Das heißt, allein was auf dem Bereich E-Learning an Technologie, an Medienkompetenz vorhanden sein musste und aufgebaut werden musste, hat die komplette Belegschaft innoviert. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass eigentlich gerade dieses Arbeiten in Distanz unheimliche Kreativitäten freisetzt und einen Betrieb enorm innoviert. Und eben nicht genau das Thema, wie viele Betriebe es lernen und auch wahrnehmen, dass auf der Ebene die Information auf den Flurfunk so passiert und da das sogenannte Innovieren des Betriebs stattfindet, auch da wieder digitalen Zwilling finden.